Eines Tages wirst du allem Irdischen entsagen, nur nicht heute. Nicht heute, mein guter Freund. Wieder und wieder erschallen diese Worte in meinem Kopf. Nicht beständig, nicht andauernd, aber doch zu jeder sich bietenden Gelegenheit. Meist solchen, in denen ich einem selbstzerstörerischen Drang erliege, doch auch das nicht immer. Hin und wieder kommt sie auch in ganz alltäglichen Momenten zu mir, die Stimme, die behauptet, ein guter Freund zu sein. Wer sie ist, versuche ich seit dem ersten Tag, an dem sie mich ansprach, zu ergründen. Bisher erfolglos, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Ich fürchte, ich werde es nie erfahren. Ob sie nun real ist oder sich nur in meinem Kopf befindet. Ob eine höhere Macht zu mir spricht oder ich einfach verrückt bin. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde. Eines Tages, wenn ich allem Irdischen entsage, wird nichts mehr eine Rolle spielen. Bis dahin jedoch wird alles eine Rolle spielen. Jede noch so kleine Handlung, jede winzige Entscheidung, ist wie ein Zahnrad in einem riesigen, endlosen Getriebe, das stetig rumort und ächzt und unter allergrößter Kraftanstrengung arbeitet, da so viele, so unendlich viele Teile es betreiben, dass niemand den Überblick behalten kann. Wovon ich rede? Vom Leben natürlich. Von dem Kollektiv, das uns alle vereint und doch unterscheidet. Und unterscheiden muss es uns. Wären wir nicht alle winzige Teile des großen Ganzen, sondern gemeinschaftlich das große Ganze selbst, der Tod des einen von uns, würde alle anderen mit sich ins Verderben reißen. Freilich kommt es häufig genug vor, dass ein mikroskopischer Teilaspekt ein nicht zu verachtendes Loch in das Kollektiv frisst, doch liegt dies in den Entscheidungen und Handlungen des Einzelnen begründet, nicht in der Gesamtheit selbst. Aktion und Reaktion, wir sind alle verbunden und doch voneinander getrennt. Keine Entscheidung kann getroffen werden, ohne dass sie andere beeinflusst, keine Handlung durchgeführt, ohne dass sie andere in Mitleidenschaft zieht. Wir leben und sterben in Abhängigkeit von uns selbst, keine Ahnung, wo ich das einmal gelesen habe, aber damals fand ich es unheimlich schlau. Heute? Heute müht es mir gerade noch ein müdes Lächeln ab. Denn hierin liegt eines der größten Probleme unseres wertgeschätzten Kollektiv, auch wenn wir noch so viel beitragen, so viel lernen, so viel zusammenfassen, so viel Wissen anhäufen, ein jedes neues Mitglied unserer Gemeinde, das die vorigen ablöst, muss mit dem Lernen von vorn beginnen. Nie wird es einem von uns gelingen, das große Ganze zu begreifen, dafür reicht ein Leben allein nicht aus und alle Leben zusammengenommen, können in ihrer Beschaffenheit trotz des kollektiven Zustands nicht miteinander arbeiten, nicht so, wie sie es müssten, um zu wahrer Weisheit zu gelangen. Ein jeder von uns wird diesen Moment sicher einmal erlebt haben, es sei denn, bei dem Individuum handelt es sich um ein durch und durch hohles Exemplar. Diejenigen sind von der folgenden Annahme ausgenommen, ein Moment unermesslicher Erkenntnis. Von einer Sekunde auf die andere öffnet sich eine Pforte, ein Tor zur Weisheit. Eben dachte man noch nichts Böses ahnend über Gott und die Welt nach, philosophierte ein wenig auf seiner kleingeistigen Ebene und auf einmal ist sie da, die Erleuchtung. Sei es nun, dass man meint, den Sinn des Lebens ergründet zu haben oder eine andere, glorreiche Errungenschaft, man erlebt einen Augenblick höchster Beflügelung. Doch der Himmelsaufstieg währt nicht lang. Spätestens wenn man versucht, anderen von seiner Erfahrung zu berichten, wird man entweder auf Abneigung stoßen oder, was noch viel schlimmer ist, erkennen, dass diese neuartige Weisheit vorher schon tausendmal ergründet wurde, wenn nicht auf diese, dann auf andere Art und Weise. Wahrhaftig neues Wissen zu erfahren, ist dieser Tage beinahe unmöglich geworden. Und das ist es, was ich meine. Dieser Effekt, dieser Moment der Erleuchtung, andere hatten ihn schon vorher und vor diesen Leuten hatten ihn noch ein paar Dutzend weiterer Menschen.
Womöglich hat man nie etwas von ihnen gehört, weil sie keine bedeutenden Bestandteile der Gesellschaft waren. Dafür benötigte es erst viele hundert Jahre später einen großen Namen, der da das Wissen als Ambrosia verkaufte, das unter anderen Umständen schon vor einer halben Ewigkeit ein alter Schuh gewesen wäre. Wir sind nichtig. Dazu verdammt, wieder und wieder die immer gleichen Erfahrungen zu machen. Sie zu studieren, zu analysieren, von anderen Seiten zu betrachten, zu veröffentlichen und von vorne zu beginnen. Wahrer Fortschritt bleibt uns dank unserer Kurzlebigkeit und der Tatsache, dass wir nicht als Ganzes funktionieren können, verwehrt. Und deswegen wollte ich dem Ganzen, diesem Irrsinn, früher als nötig entfliehen. Ich wollte dieser irdischen Last entsagen, die Fesseln meines Seins von mir stoßen, doch selbst dies sollte mir nicht gestattet werden. Mein guter Freund hat mich daran gehindert, eine Erklärung dafür ist er mir bis heute schuldig. Da ich also nicht entsagen konnte, versuchte ich etwas anderes. Ich versuchte meine Erkenntnis, die, dass wir nie wirklich erfahren werden, was die Welt im Inneren zusammenhält. Selbst in der Literatur ist unsere Spezies dazu nicht fähig, wie Faust bewiesen hat, mit meinen Mitmenschen zu teilen. Leider geriet ich dabei an eine gänzlich falsche Person. Also, ich weiß ja nicht, was du mir mit diesem philosophischen Gequatsche sagen willst, hat er nach meinem Vortrag gemeint, aber ich werde mich jetzt erst einmal meines Mittagessens entsagen, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich hatte ich verstanden. Und natürlich hätte ich ihn darauf hinweisen können, dass er nicht meinte, er wolle sich seinem Mittagessen entsagen. Das hatte er während meiner Ansprache nämlich bereits verspeist, sondern sich ihm entledigen wollte. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber was hätte das gebracht? Ein Narr blieb ein Narr, egal wie viel Wissen man auch ihn hineinprügelte, noch so ein Grund für unsere Stagnation. Stattdessen brachte ich ihm einen anderen, kleinen, aber feinen Unterschied bei, den zwischen Leben und Tod. Das Ergebnis dürfte ihn nicht sonderlich erfreut haben. Um es zu präzisieren, ich habe ihn in der Toilettenschüssel ertränkt. Es war einfacher gegangen als erwartet. Hat es mir Befriedigung verschafft? Nein, keineswegs. Dennoch hat es sich irgendwie gut angefühlt, die Welt wenigstens von einem Narren befreit zu haben. Die ganze Sache hatte auch ihren Vorteil. Mein pragmatisches Wesen hat es mir erlaubt, nicht in Panik auszubrechen und einen Fluchtversuch zu unternehmen, sondern das Beste daraus zu machen. Kurz gesagt, ich habe mich gestellt und meine Strafe in voller Härte akzeptiert. Seitdem sitze ich da, wo das Kollektiv meint, dass ich hingehöre, im Gefängnis. Dieser Umstand erlaubt es mir, in aller Ruhe über all die Feinheiten unserer erbärmlichen Existenz nachzudenken, ohne dabei gestört zu werden. Keine Verpflichtungen, keine Miete, die bezahlt werden müsste, ein geregelter Tagesablauf, stetiger Essensnachschub. Wenn dafür nicht andere Menschen nötig wären, die uns überwachen, ich würde behaupten, wir gehörten alle in kleine, vergitterte Zellen. Vielleicht wäre es uns so möglich, trotz unserer Beschaffenheit, zu Weisheit zu gelangen, weil wir von allen unnötigen Ablenkungen losgelöst wären. Ein schönes Gedankenexperiment, nur leider nutzlos. Wie so viele Vorstellungen, die meinem Geist entspringen. Allein bin ich eben nur das, ein einzelnes, kleines Zahnrad, das einst von sich dachte, ein kluger Kopf zu sein, bis es erkannte, dass es nur eines von vielen war, dass es nur Gedanken und Erkenntnisse reproduzierte, ohne wirklich Neues zu schaffen. Eines schönen Tages werde ich allem Irdischen entsagen. Darauf läuft es doch hinaus, nicht wahr? Von unserer Geburt an läuft es darauf hinaus. Jede Sekunde, die verstreicht, nähern wir uns unaufhaltsam unserem Ende zu. Das ist unser Schicksal. Und wenn es dann soweit ist, ist alles, was wir bis dahin geschafft haben, bedeutungslos. Zumindest für uns persönlich. Aktion und Reaktion. Was wir hinterlassen, betrifft nur noch die Lebenden.
und wenn es ein Leben nach dem Tod gibt. Nun, dies zu erfahren, obliegt einzig den Toten. Vielleicht gibt es da tatsächlich etwas. Etwas Besseres. Oder es ist ein Teufelskreis. Womöglich sind wir dazu verdammt, den Kreislauf aus Erkenntnis wieder und wieder zu durchleben. Was wäre, wenn alle Lebenden ursprünglich einmal tot waren? Wenn die Welt überhaupt kein neues Leben zustande bringt, sondern nur das Alte immer wieder auferstehen lässt, damit es die gleichen Erfahrungen wieder und wieder macht, nur um dann erneut zu sterben und wiedergeboren zu werden. Sterben, Wiedergeburt. Sterben, Wiedergeburt. Perfide, grausam, nahezu perfekt ausgetüftelt. Eine stetig arbeitende, ächzende Maschine, aus tausenden und abertausenden Zahnrädern. Jemand schrieb einmal, die Hölle sei ein Ort der Wiederholung. Vermutlich hatte diese Idee vor ihm auch schon jemand anderes, nur dass er sie nicht niedergeschrieben hat. Wahrlich, die Hölle auf Erden. Wenn ich dieser grausamen Maschinerie also entsage, alter Freund, guter Freund, wird sie mich dann durchkauen und wieder in sie hineinspucken? Wird sie mich wieder meines Platzes verweisen? Bin ich dazu verdammt, diesem Elend nie zu entfliehen, oder gibt es da doch etwas anderes, etwas Ewiges, Endgültiges? Bitte sag es mir, guter Freund, denn ich fürchte mich. Die meisten Menschen fürchten sich vor ihrem unabwendbaren Ende. Die Angst vor dem Tod ist die Urangst, die Angst aller Ängste, die Angst, aus der alle anderen entspringen. Bis auf eine. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst vor einem nicht enden wollenden Leben. Thank you.